einen wunderschönen guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, man kann es unschwer erkennen, wir befinden uns hier gerade mitten auf einer der größten Fitnessmessen weltweit auf der FIBO. Und ich dachte mir, wie kann man denn das Video besser starten als beim Bierstand? Ich werde mir jetzt erstmal ein schönes Bierchen zapfen. Marc Eggers hinterm Zapfhahn, Carsten wie immer hinter der Kamera. Und wir fragen heute die Frauen mal auf der Messe, die ganzen Fitnessgirls, was machen wir Männer denn falsch im Bett? Und du bist mal so nett und zapfst mir jetzt mal ein schönes Bierchen. Aber klar doch. Danke, mein Bester. Wir fragen gerade die Frauen, was die Männer im Bett falsch machen. Ja, vieles. Zum Beispiel, damit das wirklich auch mal Mehrwert ist und die Männer, die sich das angucken, sagen, okay, beim nächsten Mal lecke ich von unten nach oben und nicht von oben nach unten. Okay, zu soft, oft, sehr oft, hatte ich schon. Die Freundin haut raus, ne? Ja. Hättest du dir mal nicht so viel Bier gegeben gerade, ne? Ja. Zu soft. Dieses Gelaber beim Sex finde ich anstrengend. Ich fühle mich angesprochen. Ja. Okay. So gar kein Dirty Talk? Ach, nicht so viel. Und dann ist es oft so, dass wenn du dann Dirty Talk hast, dann verstehst du nichts. Und dann kommt so und dann sabbelt er irgendwas und dann so, hä, was hast du gesagt? Und das versaut die ganze Stimmung. Das ja, macht die Stimmung kaputt. Was heißt denn grober? Ab wann wird es denn zu grob? Zu grob gibt's gar nicht. Gibt's gar nicht? Nein. Also ich glaube, ich bin da eine ganze Dirty-Ansprechpartnerin. Bist du denn Single? Ich bin Single, dann ja. Bist du genau die richtige Ansprechpartnerin für mich. Okay. Weil ich bin auch so ein kleiner Grobian. Ja, okay, interessant. Wir sollten uns. Ich bin noch nicht auf der Suche, danke. Erotisches Abenteuer? Auch nicht. Nach der FIBO? Auch nicht. Hi-Hat-Hotel? Nein. Für Geld? Nein. Vorspiel ist ganz, ganz wichtig. Was sollte man beim Vorspiel beachten? Nicht zu lang, nicht zu kurz. Also der Willy-Putz unten oder was? Ja, also halt, man braucht eine gute Portion rummachen oder halt küssen. Sollen wir dir mal einen suchen, mit dem du das mal vormachst? Ja. Dann suchen wir mal einen. Jungs, seid ihr Single? Die wollte jetzt einmal mit dir gerade das Vorspiel. Ich jemanden, der ein bisschen größer ist. Oh, was für Ansprüche hast du denn jetzt? Beim Vorspiel bist du raus? Gut, komm. Ja. Der steht auf Männer, wir nehmen einen, der eine Frau will. Komm. Sie würde ganz gerne mal das Vorspiel mit dir einmal vormachen. Das Vorspiel mit mir vormachen? Ja, sie würde gerne einmal dir zeigen, wie das Vorspiel so funktioniert. Jetzt geht's los. Wollt ihr euch einmal vorstellen? Wie heißt du? Nein, Vorspiel ohne Vorstellen. Okay, ohne Vorstellen. Gut. Vorspiel ist schon das Vorstellen. Ich kenne mich nicht aus. Ich bin auch nur ein stiller Beobachter von der Seite, wie auch privat. Pass auf, keine Fragen. Er zeigt dir jetzt, wie es geht. Jawohl, der hat von mir gelernt, der Junge. Oi, oi, oi. Leute, macht mal Lärm. Hier wird rumgezüngelt. Der Eggerschuh. War das gerade dein Bruder, der hier irgendwie... Ja, der ist 18. Ja, ich passe auf meine Schwester auf, weißt du, nie. Ey, du, bei dir weiß man auch nie. Letzte Woche war ich auch in Köln, weißt du, bei Trimax. Ja. Ey, und da sehe ich dich, habe ich diese Zusammenstellung auch gesehen. Ja, leckst du die eine rum. Jetzt dachte ich, jetzt muss deine Schwester und dran jetzt, glauben, ne? Bei deinen Fragen, ey, wenn du jetzt meine Schwester, ey, da wäre hier aber Krawall gewesen, ja? Ja, gut, da gehe ich doch lieber weg. Mit dir will ich mich nicht anlegen. Nee, doch, also wie du aussiehst, das ist schon... Was machen wir Männer falsch im Bett? Gar nichts. Okay, du schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Nein, einiges. Und jetzt würde ich gerne mal ein paar richtig gute Tipps von dir bekommen. Vielleicht einfach mal hören, was die Frau an sich will. So das machen, was man selbst will. Wenn sie stöhnt, ist schon mal ein gutes Zeichen. Vielleicht, ja. Jetzt meine Schwester, ey, da wäre hier aber Krawall gewesen, ja? Du hast richtige Katzenaugen. Dankeschön. Wann das in der Kamera? Miau! Ich bin im Bildungsauftrag von der ARD heute unterwegs. Und wir fragen halt die Frauen mal, damit wir Männer... unbeholfen, wie wir sind, auch mal was lernen. Ich glaube, es ist gut, wenn der Mann auf die Frau auch eingeht wirklich und nicht einfach sein Ding durchzieht. Ja, da gibt es aber einige Sachen, das kann man jetzt nicht alles aufzählen. Und bei jedem ist es unterschiedlich. Der eine macht das falsch, der andere das. Oder manche machen es auch richtig. Eine Frau mit Format. Wieso gibt es die Frage jetzt hier bei der FIBO? Ja, wo soll ich sie sonst stellen, ne? Bei meiner Mutter im Wohnzimmer? Ja, vielleicht. Von der habe ich das meiste gelernt. Okay, das ist ja super. Oft nicht so dominant im Bett. Nicht so dominant? Nein, nicht so dominant. Ich höre das echt oft, dass die Frauen dominante Männer bevorzugen. Ja, auf jeden Fall. Die müssen ja wissen, was sie tun, ne? Du bist Single? Ja, ich bin Single. Ich weiß, was ich tue. Ja? Na, dann können wir es ja mal. Sieht gut aus, oder? Ich weiß es nicht. Schreib's mal rein. Sieht es gut aus? Sieht bestimmt gut aus. Wie war dein Name? Lydia. Lydia. Oh. Lydia. Lydia ist ja einer meiner Lieblingsnamen. Ja, echt? Kennst du eine Lydia? Eine Freundin von meiner Mutter heißt Lydia. Ja? Schöner Name. Aber mit der hatte ich noch nichts. Bei dir weiß man auch nie. Was machen wir heute Abend noch? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was du so vorhast. Die Blicke haben sich getroffen. Ja, ich glaube auch. Da so viele von euch auch hier auf der FIBO mal nachgefragt haben, Marc, was läuft denn da mit den ganzen Mädels? Geht da noch was? Erzähl doch mal. Ich habe mir gedacht, komm, ich gehe einmal die Woche live auf Twitch und da beantworte ich mal so ein paar spicy Fragen. Also, wer mir noch nicht folgt, erster Link unten in der Infobox, Eggers jetzt auch auf Twitch, folgt mir mal noch und quatsch mir mal drüber. Bist du Single? Ich bin Single. An alle Ladies, so einen Freund kann man gebrauchen. Der setzt sich ein für die Damen. Ich setze mich ein. Ich verliere auch gerne. Und du, was meinst du? Was verlierst du gerne? Hä? Wenn ich jemanden eingebe... Ach so, ist egal, ob du eine kriegst, nee. Du bist da. Ja, ich bin sofort da.
Marc Eggers. Marc Eggers, hallo. Ich bin Lena, Freundin. Hallo Lena. Achso, kann ich Werbung für Löwenfitness machen? Ja, weil, komm, das Mikrofon gehört jetzt dir, mach Werbung. Löwenfitness. Siehst du aus, ob du schon die ein oder andere schlechte Erfahrung gemacht hast? Geht, kommt drauf an, es muss ja passen. So. Wenn die das, von der Größe her? Nein, auf die Technik kommt es doch an. Die Technik? Ja. Wenn der Kleine, scheißegal? Zu groß ist auch schlecht. Ja, das habe ich schon öfters gehört. Ja. Dann komm rein, wir reden gerade von kleinen Schwänzen, das ist genau dein Thema. Nee, da kann ich nicht mitreden. Hi. Na, rate mal. Ah, warte mal. Boah. Wenn du es richtig errätst, gibt's einen Kuss. Aber den brauche ich nicht, aber ich will trotzdem wissen. Carsten, wir sind jetzt hier gerade mal beim G-Innenstand angekommen. Vielleicht machen wir einen kleinen Schwenk. Der Nico und der Tim, die waren so nett und haben mich hier beherbergt. So sieht das Ganze aus. Ich verlinke selbstverständlich auch die Produkte mal unten in der Infobox. Check das alles ab. Dankeschön an die beiden. Also, wer von euch will hier seine Freundin an Marc sein Video verkaufen? Die treten jetzt nach vorne. Es ist eine ganz entspannte Frage, wirklich. Jetzt hier, da schickt einer seine Freundin vor. Jawohl. Hallo. Hast du es dir gut überlegt? Nicht so. Was machen wir Männer falsch im Bett? Viel. Zum Beispiel. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Mein Freund macht nichts verkehrt. Der hat dich aber gerade vorgeschickt. Ja, okay. Würde ich mir mal Gedanken machen. Ja, irgendwas. Zeig mal mit dem Finger auf ihn. Ja. Ah, okay, das ist der Breite. Wir gehen, Nico. Wo ist Backstage-Raum? Wir müssen weg. Habe nichts gesagt. Super sympathische Freundin. Willst du ein Foto? Warte, ganz kurz. Ich finde, das ist der Moment, in dem du auch mal zeigen könntest, was du hast. Postdown. Postdown mit ihm, ja. Wir sind auf der Fitnessmesse und ich zeige euch jetzt mal, wie man die Frauen hier beeindruckt. Ich habe ja nicht umsonst jahrelang trainiert. Mich wundert es immer wieder. Bevor wir loslegen, ich muss mich kurz aufbuchen. Wirklich, Respekt. Ich denke, ich sah neben dir echt ziemlich scheiße aus. Hallo. 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 Hallöchen. Hallöchen. Hallo. Feline. Hallo, Marc. Ach, heißt du Feline? Nee. Ich dachte schon. Okay, ich sehe aus, ne, wie eine Gulaschkanone. Also, dass ich mich überhaupt noch traue, hier irgendwie rumzulaufen, ist wirklich beschämend. Ich habe Freunde noch liebevoll Plauzeneggers genannt. Naja, was machen wir Männer denn falsch im Bett? Vielleicht sich zu wenig Zeit nehmen vorher. Wie viel Zeit sollte man sich vorher nehmen? Genug. Kommt drauf an, wie viel Mühe man sich gibt. Ja. Mit der Zunge die Mühe? Auch. Was für Mühe? Ja, Zunge oder Finger, alles. Finger? Ja. Ein oder zwei? Ein. Bei dir nur ein? Ja. Bei der Freundin bestimmt drei. Na? Hi. Bist du der Freund? Ja. Nee, ich bin der Bruder. Ich wollte gerade sagen, Digga, du könntest der Bruder sein. Ach komm, das musst du nicht sagen. Ja, ja. Ich bin auch der Bruder. Ja, hi. Was machen wir Männer falsch im Bett? Eher nichts. Ist ja auch dein Bruder. Das stimmt, das stimmt. Das liegt in der Familie. Alles andere kann ich leider nicht sagen. Ich hatte bis jetzt nur sehr gute Erfahrungen. Habt ihr mal Bock auf so ein Dreier oder so? Nee, wir bleiben da doch. Er hat überlegt. Er überlegt und guckt Franzi an. Bro, du hattest gerade echt Bock, ich hab's gesehen. Na. Ich sag Vierer und der guckt mich an. Er guckt nur zu Franzi rüber und denkt, oh, Digga, mal zwei Frauen verwöhnen, da sehe ich nicht. Alexa, was hast du heute Morgen gemacht, als du neben Nico aufgewacht bist? Ich hab ihm erstmal richtig schön gewacht. Jetzt wird's sympathisch. Ja. Na, wie groß bist du denn? 1,50 Meter. Ganz 1,50 Meter. Ich überlege, ob ich mich hinsetze fürs Interview hier. Was machen wir Männer denn falsch im Bett? Ich finde, Männer haben nicht so das Gefühl davon, Wünsche von den Lippen abzulesen. Ich würde man irgendwie gern mal hochheben. Wir gehen. Oh, das ist jetzt aber ein sehr guter Einstieg gewesen auf jeden Fall. Ja, dafür kennt man mich, für die guten Einstiege. Wenn sie die Socken anlassen. Socken anlassen, ja. Wenn die sich keine Mühe geben. Also, dass es für beide gut ist. Also, es ist natürlich ein sehr, sehr schöner Fall, wenn die Frau auch kommt. Nee, ist da. Ja, ich bin sofort da. Das ist ein schöner Fall? Ja, das ist der beste Fall. Ach, du wolltest gleich den? Ja, komm, wir gehen. Mann, ist auch, wir gehen. Die Leute sagen immer, ich bin dran schuld, aber die Damen sind. Wohin gehen wir? Irgendwo anders hin. Wo uns keiner sieht. Zum Beispiel. Ach, die Kamera aus, Carsten. What does man do wrong in bed? Oh, what a question. English Eggers. Like to be pleasured, but don't like to give other people their pleasure. Okay. Eigentlich gar nichts. Nö. Nee. Nur gute Erfahrungen gemacht? Ja. Für was steht ihr hier an? Eis. Au, oh, Eis. Das ist schon. Wie heißt du denn? Marina. Wer ist der Freund von dir? Dreh dich gerne um, mein Freund. Ah ja, alles gut, die ist jetzt weg. Was machen wir Männer falsch im Bett? Puh, vieles. Vieles, ne? Nee, also bei mir, er hat bis jetzt alles richtig gemacht. Ah, da rettest du dich gerade noch ein bisschen raus. Nee, ist schon wirklich. Kommst du auf deine Kosten? Ja. Läuft alles. Sympathisch sieht er ja aus.
Ja, auf jeden Fall. Es wird Zeit für was Neues. Ja. So, Leute, wir sind jetzt angekommen am Ende der FIBO-Straßenumfrage. Ich habe die Dame hier auf der Messe gefragt, also besser gesagt, die Fitnessgirls habe ich mal gefragt, was machen wir Männer denn falsch im Bett? Die ein oder andere sehr interessante Antwort ist dabei rumgekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Was war das für heute für eine Umfrage, ne? Also auf diesen Events, da fühle ich mich zu Hause. Hier ist einiges los. Ich habe extrem viel Spaß. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Danke auch an Carsten, der das Ganze immer filmt. Die Kameramänner kommen meines Erachtens immer ein bisschen zu kurz. Das ist auch ein harter Job. Du musst immer mit mir rumlaufen, die ganze Scheiße dir angucken. Ne? Deshalb, Carsten ist auch verlinkt und in der Infobox. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Marc Eggers und ich gehe jetzt nach Hause. FIBO 2022. Wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Jetzt meine Schwester, ey, da wäre hier aber Krawall gewesen, ja? Saftig, maftig, ne? Ich habe dich an meine Seite geholt, der liebe Franklin. Der war die letzten Jahre immer auf der FIBO unterwegs und das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen. Bei dem ganzen Spaß, den wir machen, bei dem Rumgealbere, auch bei diesem Thema, was wir heute die Leute gefragt haben. Der Franklin war die letzten Jahre immer auf der FIBO unterwegs und hat pro Liegestütz Geld gesammelt für Menschen, die an Muskelschwund leiden. Wir haben Liegestütze gemacht für einen guten Zweck und ich habe mir gedacht, mir ist das wichtig, weil wir machen so viel Spaß, momentan läuft es wirklich ganz gut und wenn man so ein bisschen was zurückgeben kann, dann will ich das machen. Du hast das an die Deutsche Muskelschwundhilfe gespendet und ich hoffe, dass dieses Video extrem viele Aufrufe bekommt, weil ich werde den gesamten Erlös spenden. Ich packe noch eine kleine Summe von mir drauf, aber ich wollte dich einfach nochmal mit reinnehmen. Das war eine Ehrenaktion, der ein oder andere kennt es vielleicht noch. Deshalb, das Ganze wird gespendet, ich verlinke das auch mal unten. Er freut mich mega, du bist, Marc, wirklich ein Ehrenmann, hinter der Kamera genauso wie vor der Kamera und ich kann auch sagen, er ist wirklich sehr gut im Bett.